Willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Monat November. Es kamen zwar nicht viele Videos, aber es kamen doch noch ein paar Neuzugänge im November bei mir an. Ja, deswegen fange ich einfach mal an. Und zwar habe ich von Michael Grant Gone Licht. Mir besorgt das der letzte Band der Gone-Reihe, die auf Deutsch erschienen ist und die ich noch lesen wollte. Ja, das ist halt eine dystopische Reihe, in der es darum geht, dass durch ein besonderes Ereignis in einer begrenzten Zone alle Erwachsenen sozusagen verschwunden sind und noch die Kinder übrig sind und diese kämpfen dann ums Überleben. Ja, interessante Prämisse. Hat mich bislang sehr gut erhalten. Den letzten Band fand ich ein bisschen schwach. Aber das müsste jetzt eigentlich sein Abschluss sein, deswegen freue ich mich schon drauf. Bislang habe ich es noch nicht gelesen. Stand eigentlich mal in der Liste für Dezember, aber schwierig, schwierig. Wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich der Dezember auch um. Dann habe ich zwei Taschenbücher geholt von einer Reihe, die ich schon seit 100 Jahren sammle. Und zwar die Drachenlanze-Reihe von Margaret Weiss und Tracy Hickman. Das sind die deutschen Taschenbücher der verlorenen Chroniken. Genau, es ist halt wieder von den Originalautoren Duo geschrieben worden. Und das ist quasi Band 1 und Band 2. Und Band 1 ist das Reich der Zwerge und Band 2 die Macht des Drachenlords. Dann gibt es noch einen dritten Band. Ja, ich habe die einfach günstig gesehen, wollte die aber meiner Sammlung hinzufügen. Ich habe die Bände auch tatsächlich alle drei auf Englisch. Aber auf Deutsch fehlten die mir noch und ja. Manchmal bekommt das mich. Die habe ich sicher auch noch nicht gelesen. Die würde ich gerne echt nochmal lesen. Ich wollte auch irgendwann mal so einen Reread machen. Naja, kann auch dauern. Also ich war eigentlich sehr brav in nur rein Fortsetzung besorgt. Und zwar habe ich noch Heroes and Nines von Tom St. Moore gekauft. Das ist der zweite Band der Reihe. The Locked Tomb heißt die. Genau, den ersten Band habe ich ja jetzt gelesen im November. Fand ich großartig, deswegen brauchte ich den zweiten Band halt dringend. Den gibt es auch auf Deutsch. Allerdings gab es, glaube ich, kein Hörbuch zum zweiten Band. Da gab es nur zum ersten Band ein Hörbuch, was ich sehr schade fand. Weil mir das Hörbuch gut gefallen hat und ich das auch weiter als Hörbuch gehört hätte. Ja, aber jetzt muss ich halt auf die Englischbände umsteigen. Drei Bände sind bislang erschienen, ein vierter ist angekündigt, also es wird länger als eine Trilogie. Ich weiß auch nicht, ob der vierte dann ein Abschluss ist oder nicht. So, mal schauen. Achso, ja, in Heroes and Knights ist eine Fantasy-Sci-Fi-Welt, in der es tatsächlich ja, verschiedene Planeten und Gesellschaften gibt, die Häuser genannt werden und das neunte Haus ist halt so eine Nekromanten-Sekte, die irgendwie unter der Erde lebt. Und unsere Hauptprotagonisten im ersten Band kommen halt aus diesem Haus. Also Hero ist quasi Nekromantin und Gideon ist ja eine Waise, die dort aufgenommen wurde und später so ein Kavalier wird und das Ganze ist einfach viel zu komplett, um das hier zusammenzufassen. Guckt euch jedenfalls meine Lesung im November an. Da werde ich ausführlicher auf die Story eingehen. Hat aber 5 Sterne für mich, der erste Band. Und eine Reihenfortsetzung, die ich tatsächlich vorgestellt hatte. Von Ben Sanderson, Defiant, der vierte Band der Skyward-Reihe. Wo ich immer noch bei den Kurzgeschichten festhänge. Auch diese Reihe wollte ich im Dezember beendet haben. Spoiler, ich habe es nicht geschafft. Es ist zwar jetzt noch Dezember, aber nicht mehr sehr lange und ich habe noch ein paar andere Bücher, die ich noch beenden möchte. Deswegen, das kommt halt mit ins neue Jahr. Was soll's. Ich habe jetzt auch gesehen, tatsächlich, dass der vierte Band auf Deutsch auch erscheinen wird, nächstes Jahr im Mai. Und ja, die Kurzgeschichten, davon habe ich noch nichts gehört. Vielleicht gibt es die dann nur auf Englisch. Aber ja, das ist auch eine Reihe, die ich dann 2024 gerne beenden würde. So, ansonsten hatte ich eigentlich nur noch das Hörbuch von Die drei Lilien mir gekauft im November, was ich noch gehört habe, also der dritte Band und abgeschlossen habe damit. Und achso, dann habe ich noch zwei Manga gekauft, also Manga-technisch war nicht so viel los. Ich habe nichts gelesen, nicht viel gekauft, allerdings war das dann auch so teuer und zwar habe ich noch zwei weitere Deluxe-Bände bekommen und zwar Band 3 und 4. Die sind ja mittlerweile richtig schwierig zu kriegen. Band 1, Band 2 geht noch. Aber alles andere ist halt schwierig. Jetzt habe ich tatsächlich Band 1 bis 5 von 10. Aber vielleicht für alle, die Geschichte gerne lesen wollen würden,
Es gibt eine neue Auflage von Alien Sanctuary und zwar eine Pearls Edition. Und ja, ich kann den Manga nur empfehlen. Ich habe den damals gelesen in der alten Taschenbuchausgabe und ich wollte immer gerne diese Hardcover haben. War mir damals so teuer, wobei die damals auf 14,90 € gekostet haben. Mittlerweile denkt man, oh, was für ein Schnäppchen. Ja, aber die, wie gesagt, jetzt sind die so vergriffen, dass sie schon wieder schweineteuer sind. Also ich habe für beide Bände zusammen 37 € bezahlt. Geht noch. Also war tatsächlich mehr so ein Schnapper. Ab Band 6, was ich jetzt sagen muss, bis 10, wird es richtig schwierig. Ich schau mal, wie weit ich da komme. Weil ein Vermögen wollte ich jetzt auch nicht dafür ausgeben. Originalpreis wäre okay. Zustand muss auch nicht perfekt sein bei mir. Deswegen hoffe ich, dass ich da nicht ganz so teuer wegkomme. Ja. Ansonsten, wenn das gar nichts wird, dann hole ich mir wahrscheinlich irgendwann auch die Pearls Edition und lese das Ganze nochmal in der Variante. Ja. Gut, das waren meine Neuzugänge November. Es hält sich in Grenzen, aber ich bin ja auch nicht so viel zum Lesen gekommen. Deswegen ist es ganz schwer, wenn ich auch nicht so viel kaufe. Genau, und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.